Adressen, Assalamu alaikum von hier. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, Alhamdulillah. Ich bin Deutscher, wie man vielleicht noch sieht. Mein Name ist Tobias. Ich bin, Alhamdulillah, vor einem Jahr zum Islam konvertiert. Und ja, ich würde ein bisschen darüber erzählen. Also ich bin geboren als katholischer Christ und war auch sehr gläubig. Aber mit 16 Jahren, ich bin jetzt 19, Alhamdulillah, bin ich auf eine Schule gekommen, wo sehr viele Muslime waren. Und ich habe mich ein bisschen so angefangen mit dem Islam zu beschäftigen und habe auch Zweifel am Christentum bekommen. Also dass Isa al-Islam der Sohn von Gott sein soll und die Dreifaltigkeit wäre von Gott, das konnte ich alles nicht mehr glauben. Und ich habe dann aber erstmal eine Zeit lang so für mich gelebt. Ich habe gesagt, ich brauche keine Religion, es klappt schon alles irgendwie. Habe dann aber irgendwie gemerkt, dass dieser Durst nach der Wahrheit immer noch da ist. Alhamdulillah. Und ich habe dann angefangen, im Internet über Islam zu recherchieren. Und bin natürlich über die Salafisten gestolpert. Und habe halt angefangen, Videos von denen zu schauen. Und die haben auch diese langen Bärte, das sah alles total authentisch aus, die tragen immer Jellaba und so. Man hat erstmal zugehört einfach und hat gar nicht drüber nachgedacht. Einfach zugehört. Dann habe ich auch Kontakte geknüpft in Frankfurt zu ein paar Leuten, die auch von dieser Richtung sind. Ja, da war ich aber immer noch nicht konvertiert. Ich habe dann bei mir selbst gemerkt, durch diese Vorträge von den wahhabitischen Predigern, dass ich mich sehr schlecht verändert habe. Ich habe zu meinen Eltern schöne Sachen gesagt, habe mich nicht gut verhalten zu denen. Und ich war selber noch kein Muslim, habe aber meinen Eltern schon erzählt, dass sie nach Jahannam kommen. So, ja, heute lache ich auch drüber. Und dann habe ich mich irgendwie durch einen Freund, bin ich in einen türkischen Verein gekommen. Das ist so eine Art Kulturverein, osmanischer Tradition, Sunniten, Alhamdulillah gemäßigt. Nicht so Extremisten, ja, ne? Und bin dann dort konvertiert. Ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit immer so für die verschiedenen islamischen Gruppen interessiert. Aber wenn man dann gefragt hat, ja, wie ist das denn mit den Schiiten, mit den Aleviten etc., dann hat man als Antwort bekommen, das sind Kuffar, halt dich fern von denen, das ist gefährlich für dich, das bringt dich ins Feuer und so weiter. Subhanallah. Und ich habe mir das immer, geglaubt, weil ich gedacht habe, okay, wir sind selber Muslime, die werden es ja wohl wissen. So, und dann kam der Zeitpunkt, Alhamdulillah, wo ich das erste Mal von Bruder Hamza und Al-Batul gehört habe, beziehungsweise gesehen habe in YouTube, als es diese Diskussion gab zwischen Abdelatif aus Frankfurt von Dauer-FM und dem Bruder Hamza. Und ich habe dann gemerkt, dass der Bruder Hamza ganz andere Argumente gebracht hat. Also er hat Argumente gebracht, er ist mit Beweisführung vorgegangen, Alhamdulillah. Und nicht wie diese anderen Prediger, die der Bruder schon erwähnt hat in seinem Vortrag, nur mit Hass arbeiten. Die haben ein Feindbild, gegen das sie arbeiten, und momentan haben sie sich die Schiiten ausgesucht. Gegen die sehr heftig hetzen. Und ich mache mal Dua für die Brüder, dass Allah die Recht leiten möge. Inshallah, Amin. Und Alhamdulillah, ich habe dann auf Facebook von der Veranstaltung heute hier mitbekommen und habe mich dann entschieden, heute, Inshallah, nach ungefähr einem halben Jahr, wo ich mich mit der Schia beschäftigt habe, und ich wirklich dieses Nur im Herzen gespürt habe, habe ich inshallah den Weg zu Ahlul Bayt gefunden, Alhamdulillah. Und möchte gerne ab jetzt auch diesen wahren Islam sozusagen, wie der Bruder so schön gesagt hat, das letzte Update, ja, danach leben, inshallah. Diese Entscheidung, du hast wirklich dich selbst gerettet und auch inshallah deine Familie später, weil das ist diese Religion, ist die Religion der Geborgenheit. So sind wir erschaffen worden und da geht man automatisch in diese, sagen wir, in diesen Weg hinein, wenn man sich selbst nicht blind macht, wenn man sich selbst nicht taub macht. Und du hast das geschafft, durch diese Riesenwellen, so sagen wir, an den Strand zu kommen. Und du hast das wirklich, Alhamdulillah, geschafft. Der Unterschied zwischen jetzt, das was du warst und was du jetzt bist, ist, Hauptunterschied ist die Wilaya zu Ahlul Bayt alaihi salam, Muhammad und seine Familie und die Nachkommenschaften der Ahlul Bayt, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich
die Nachfolger, die rechtmäßigen Nachfolger zu folgen und von ihren Feinden dich loszusagen. So, das ist der einzige Unterschied, sagen wir, zwischen uns beiden. Sagen wir, einzelnen Details der Tauhid und sowas gibt es auch. Sagen wir, wenn man ins Detail reingeht, gibt es auch gravierende Unterschiede. Aber im Groben sagen wir, der Tauhid ist eins, der Nubuwa ist eins und der Me'ad ist eins und der Koran ist eins. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bildlich ist eins, inhaltlich ist auch sehr unterschiedlich, das wirst du inshallah alles mitbekommen. Aber wie schon gesagt, du hast mit deinem Verstand dich für diesen Weg entschieden und dein Herz ist jetzt mit uns mit hier, alhamdulillah. Und hast du dich entschieden, da ist nicht viel anderes, außer natürlich die Shahada jetzt auszusprechen. Wir werden das nicht so extrem, wie Sheikh Yasser Habib das macht, also die ganzen 12 aufzuzählen. Also daran zu glauben musst du sie auch bekennen, also und folgen natürlich. So wie ihr das macht, macht man das auch. Und hier die Bara'a zu erklären, ne? Also vor den Feinden von Al-Bed al-Musala. Wir vergnügen unseren, sagen wir, und deine Shahada mit die dritte Stelle, nämlich die Wilaya von Imam Ali a.s. Weil wenn man an die Wilaya von Imam Ali a.s. glaubt, glaubt man automatisch an die anderen 11 sozusagen direkt. Weil wenn man bezeugt, dass er Waliullah ist, dann muss man ihm folgen und wenn man ihm folgt, er sagt uns, dass nach ihm Hassan a.s. kommt, Hussein und sowas bis Imam Zaman a.s. Also sagen wir, als Symbol erkennst du jetzt oder bekennst du jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, den Propheten und seinen Wali, nämlich Ali alayhi salam, indem du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Aliyan, wa ashhadu anna Aliyan, bil haqqi waliyullah, bil haqqi waliyullah. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Falls ihr Fragen habt, weil das eine schöne Erfahrung, die er gemacht hat, wirklich, man, also ich kenne das von meiner Erfahrung, das sind so viele, alhamdulillah, die in meinem Leben, sagen wir, auf dem Weg gekommen sind, die ich, wenn ich jetzt erzählen würde von jedem Einzelnen, das sind wunderschöne Geschichten, also wie sie zur Schia gefunden haben. Deswegen, weil das frisch bei ihm ist, wenn ihr Fragen in dem Bezug habt, und sowas, welche Erlebnisse er gehabt hat, welche Gefühle er jetzt hat, welche Gefühle er vorher hat, weil das sind für uns auch als Motivation, als eine Bestätigung, sagen wir, was wir normalerweise als Bestätigung nicht brauchen, sondern als Motivation, als, sagen wir, als eine Unterstützung, sozusagen als Mut zu bekommen, mit den anderen auch weiterzureden, weil wir sind beauftragt und jeder Mensch ist von uns verantwortlich. Nee, also er ist jetzt gerade hier, ich würde das ausnutzen und Ihnen die Fragen stellen. Ansonsten auch die Fragen, was unser Vortrag angeht, bin ich auch bereit, inshallah. Kannst du nochmal den Geschwistern erzählen, wie deine Eltern den Unterschied gemerkt haben, als du dich von den... Habt ihr die Frage gehört? Ja, also dein Bruder hat jetzt gefragt, wie meine Eltern das aufgenommen haben, auch diese Veränderung. Er hat so am Anfang, wie gesagt, war ich so ein bisschen unter dem salafistischen Einfluss und habe daher meine Eltern nicht sehr gut behandelt, ganz im Gegenteil. Und im Nachhinein jetzt, wo ich angefangen habe, auch mehr am Akhlaq zu arbeiten, also an diesem Benehmen, wie man sich mit den Eltern verhält und so weiter. Alhamdulillah, da haben meine Eltern selbst gesagt, die selber nicht Muslime sind, haben gesagt, wir merken endlich, dass du wieder du selber bist, dass du so ein guter Mensch geworden bist und dass der Islam auch was Gutes aus dir gemacht hat. Weil ich weiß, wie ich vor dem Islam war und man kann fast sagen, in dieser Zeit, wo ich in diesen wahhabitischen Kreisen war, da war kein großer Unterschied zu vorher. Also vom Verhalten an sich, wie man den Menschen gegenüber tritt. Und je mehr ich mich aber wirklich mit dem Islam auseinandergesetzt habe und nicht nur mir diese Lügen und diese Hetze angehört habe, habe ich selber auch an mir gearbeitet. Dank Allah, dank seiner Hilfe und dadurch ja, meine Eltern auch den Unterschied gewählt. Okay, ich habe jetzt dieses Mikro hier, wenn es Fragen gibt, einfach melden und ich gebe das Mikro weiter und dann könnt ihr eure Fragen an den Bruder stellen. Die Fragen an den Vortrag von Bruder Hamza kommen nach der Pause, weil jetzt gibt es gleich eine Essenspause. Vorher könnt ihr noch die Fragen stellen.
an den Bruder, wie heißt du? Mohammed richten und er wird euch die inshallah beantworten. Also wo sind Fragen, einmal Hand hoch. Bruder, wie genau hast du dich bei deinen Eltern entschuldigt für dein Benehmen davor? Ja, also ich habe gesagt, dass ich damals in diesen falschen Kreisen war, weil meine Eltern haben auch durch die Medien natürlich mitbekommen. Da gab es ja verschiedene Situationen, wo die Salafisten in den Medien aufgetreten sind. Und meine, also speziell meine Mutter hatte immer die ganze Zeit Angst gehabt, weil sie wusste, dass ich mir diese Videos anschaue, weil sie wusste, dass ich auch Kontakt zu so Leuten hatte. Und die hat sich ganz schlimme Sorgen gemacht, weil die gesagt hat, ich höre immer nur, dass die Stress machen, dass die, ja, auch was die sagen und dass sie in Verbindung mit Terrorgruppen stehen etc. Und die hat dann wirklich Angst gehabt und ich habe mich dann entschuldigt, ich habe gesagt, ich war jung und naiv. Ich war so naiv, mich nicht wirklich gleich mit der Materie auseinanderzusetzen, weil bevor ich das erste Mal eine Koranübersetzung gelesen habe, habe ich mir, was weiß ich, wie viele Videos angeschaut. Und das war eben mein Fehler. Und meine Eltern, also speziell meine Mutter, hat dann auch gesagt, dass sie jetzt froh ist, dass es vorbei ist. Also, man weiß, die Mutter hat immer zu den Kindern so ganz besonderen Bezug, von der emotionalen Bindung her, und die hat sich wirklich, die war ja erleichtert, dass sie gemerkt hat, dass ich da langsam rauswachse. Mohammed, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie sehr Islam dein Leben verändert hat und vielleicht auch speziell das Judentum? Ja klar, also wie gesagt, ich war vorher ein ungläubiger Christ und hatte meinen Glauben verloren, dadurch, dass ich nicht mehr diese Elemente der christlichen Lehre glauben konnte. Und ich muss sagen, der Islam hat mir sozusagen, wenn man das so sagen darf, Gott zurückgegeben. Also dieses Gefühl, dass es wirklich einen Gott gibt. Dieses Gottesbewusstsein, dieses Verpflichten, diese Verpflichtung gegenüber Allah fühlen, hat mir den Islam zurückgebracht. Und auch das Miteinander mit anderen Menschen, egal ob Muslim oder nicht. Also ich hatte, als ich diesen Glauben verloren hatte, hatte ich so eine egoistische Phase. Also wo Freunde zu mir kamen und gesagt haben, wir haben ein Problem, kannst du uns helfen? Und ich, mir war es egal, weil ich nicht diese Verantwortlichkeit über Gott hatte. Und mittlerweile hat der Islam, Alhamdulillah, mich so geprägt, dass ich zu Leuten hingehe und frage, ob ich denen helfen kann. Also das ist wirklich so, dass Allah die Menschen, die er dreht die Herzen, wie er möchte. Und dieses Licht zu fühlen und auch diese Gefühle wieder zu erleben, diese Gemeinschaft mit Allah, die Gemeinschaft auch mit den anderen Menschen, Alhamdulillah, der Islam hat mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich kann wirklich nur unendlich oft Alhamdulillah sagen, dass er mich aus der Finsternis ins Licht geholt hat, wirklich. Kann man so krass beschreiben schon. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Also im Grunde genommen, das, was der Bruder jetzt erlebt, ist ein neues Leben. Der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns im Koran, wo ihr die geglaubt haben, was ist los mit euch, wenn immer euch der Prophet ruft zum Leben? Das heißt, der Mensch kann tot sein im Leben sozusagen. Und er hat wirklich ein Leben jetzt bekommen. Er lebt wieder. Jetzt die Frage ist für uns jetzt. Was empfiehlst du die Christen? Was empfiehlst du die Nicht-Schiiten? Also die Sunniten, sagen wir, die Extremisten, vor allem die Salafisten. Und was empfiehlst du die Schiiten? Ja, also den Nicht-Schiiten empfehle ich, sich auf jeden Fall objektiv mit der Schia zu beschäftigen. Weil das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, lieber zu den Schiiten hingehen und Fragen stellen, anstatt Sachen über die Schiiten hören, wo man nicht weiß, ob das stimmt. Und besonders an die Salafisten würde ich empfehlen, dass sie aufhören, gegen ihre eigenen Geschwister zu hetzen. Weil wir sind Muslime, Alhamdulillah, ob Schia oder Sunni, und es gibt genug Leute, die dem Islam schaden wollen. Und da finde ich, müssen wir uns nicht gegenseitig noch angreifen und Takfir gegenseitig uns zuschieben. Da gibt es Probleme, die wir wichtiger anpacken müssen. Und für die anderen Schiiten würde ich sagen, haltet fest daran und ja, folgt der Ahlul Bayt, inshallah, wir alle. Weil das sind die Menschen, die für uns wertvoll sind, die für uns wichtig sind und die das weiterführen, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat. Und die für uns Vorbilder sind. Wir brauchen keine anderen Vorbilder eigentlich außer
Rasulullah und die Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam alaikum. Wie hast du dich denn eigentlich jetzt gefühlt nach dem? Meinst du jetzt nach der Veranstaltung? Ja, ich war richtig aufgeregt, muss ich sagen. Wirklich, ich habe gezittert, am ganzen Körper zu kommen, oder? Aber man fühlt sich befreit, also das kann man wirklich sagen. Weil wenn man weiß, dass man diese Wahrheit an diesem Tag erleben darf, dann steht man mit einem Gefühl auf, das kann man gar nicht beschreiben. Und man fühlt sich so, wie der Bruder gesagt hat, wie neu geboren eigentlich. Das ist wie ein neues Leben, was Allah einem schenkt. Und ich habe eigentlich, wo ich noch bei diesen alten Kreisen stand, bei den Salafiten und so, habe ich immer gedacht, okay, das ist der wahre Islam, da kommt man nicht raus. Aber subhanallah, da wo eine Tür zugeht, macht Allah eine neue für uns auf. Alhamdulillah. Und die Tür zur Schia, das ist eigentlich die Tür, die einen überall hinführen kann. Das ist die Tür, die einen durchs ganze Leben führt. Allahumma salli ala Muhammad. Salam alaikum. Es gratuliere ganz herzlich. Ich finde es ganz toll. Und wirklich eine Überraschung. Es ist auch ein ganz großes Lob von Allah, dass du jetzt diesen Weg gewählt hast. Weil manchmal, wenn man mit solchen Leuten zuerst befindet, zum Beispiel Salafisten oder andere Gruppen, das ist schwer, den richtigen Weg zu finden. Meine Frage ist, also es wäre schön, wenn du auch was, ein Wort an jugendliche Muslime, jugendliche ethische Jungs jetzt hier und hier finden, auch ein Wort sagst, weil manche, die gehen danach, aber manchmal gehen sie auch nicht den richtigen Weg. Also die Heiden Schiiten, aber manchmal gehen nicht richtig danach. Ob es jetzt Jungs oder Mädchen sind, ist egal. Am besten sagst du, wenn du was dafür dazu sagst. Ja, also ich bin selber noch jung, also ich weiß, dass die Dunja sehr verlockend für uns Jugendliche ganz besonders ist und dass man oft denkt, Religion und so, muss das denn jetzt schon sein? Ich finde gerade jetzt, weil ihr müsst euch vorstellen, unser Leben ist wie eine Blume und wir sind gerade in der Blüte unserer Jahre. Und gerade jetzt müssen wir uns für diese Religion einsetzen. Und subhanallah, wir sind auf dem Weg der Schia, das ist der richtige Weg, der Weg des Lichts. Und solange unser Leben noch hell ist und wir noch nicht von Malakul Maut besucht werden, können wir uns noch einsetzen und können unsere Kraft, die wir von Allah bekommen haben, diese Jugend, die uns verliehen wurde, fi sabilillah einsetzen. Und da würde ich auch ganz herzlich dazu einladen, die Brüder von Al-Batul zu unterstützen, weil die wirklich auch übers Internet mit solchen Veranstaltungen die schiitische Gemeinschaft in Deutschland eben unterstützen und was für die Schiiten tun. Und gerade Jugendliche, finde ich, wir müssen selber noch viel lernen, also viel lesen auf jeden Fall, viel auch über islamische Themen miteinander sprechen, sich zusammentun, ihre Veranstaltungen organisieren, damit das alles am Leben bleibt und damit wir uns selbst auch schützen, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hier vorne ist noch eine Frage von einem Bruder. Gibt es sonst noch Fragen? Weil sonst, ich notiere das auf der Liste, wenn es Fragen gibt, ich komme dann dran. Ansonsten kommt nach der Frage von dem Bruder das Essen und die Pause. Also gibt es noch Fragen jetzt an den Bruder? Nein, ne? Okay, dann ist der Bruder mit der letzten Frage und danach ist das Buffet dann eröffnet, dann haben wir eine Pause schon. Ja, meine Frage wäre, wodurch oder was war eigentlich der Weg, das von sunnitisch zu schiitisch gefunden hast? Also was waren so die Quellen, an denen du das so gemerkt hast? Zum Beispiel jetzt diese Videos von Al-Batul, so, waren das der einzige Grund oder wo hast du noch so Quellen? Also mein Interesse so war schon immer die ganze Zeit da, aber wie gesagt, man erfährt ja nichts bei vielen nicht-schiitischen Gruppen, erfährt man ja nichts über die Schia objektiv.
Und die Videos waren sozusagen ein Einstieg. Ich kann dir jetzt gerade nicht genau die Internetseiten sagen, aber ich habe halt noch mehr Seiten auch gefunden. Es gibt auch noch die islamische Bewegung Morgenröte, die werden vielleicht viele kennen auch. Das ist auch wirklich ein guter Kanal, wo man sehr viel lernen kann. Und die auch Sachen wirklich erklären mit Argumenten und Beweisen. Die nicht einfach sagen, so, das ist es, ich bin Chef YouTube und ich weiß es am besten. Sondern das sind wirklich Leute, die auch Ahnung haben, die recherchieren, die wirklich mit Ilm, mit richtigem Wissen beweisen können. Darf ich mal kurz, aus Freude möchte ich gerne auch sagen, wie wir was machen, aber ich habe leider gar nichts zu verschenken. Ich gebe dir jetzt mal einen Ring, den ich immer getragen habe, dass du mich dann immer beim Gebet, also für mich, mit in, also mich in deinem Dua, inshallah, einschließt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Du ajil farajum.